So, meine Lieben, bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe. Ja. Der Vogelspinnfreund ist natürlich auch da. Wir sind ja auch bei Ihnen nochmal. Ne? Da ist er. Da ist er. So, dann gucken wir mal, ne, ob wir die Electric Blue da jetzt schön reinpacken. Moment, ich zeige euch mal. Da sitzt das schöne Mädel. Ja, würde ich sagen, dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Machen wir ja auch nicht jeden Tag sowas und ich sowieso nicht. Von daher bin ich jetzt echt gespannt, was das gibt. Und was sagst du? Ja, Aber ne? die Electric Blueböcke sind alle behindert, ne? Dem fehlt auch ein Bein. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ein Bein Ja, fehlt. hier fehlt ihm ein Bein. Habe ich gar nicht Bei gemerkt, du. meinem auch. Ganz komisch. Ist egal. Captain Ahab. Muss noch Holzbein dran schrauben. Ne, ist mir gar nicht aufgefallen. Halt nur, dass er heute Nacht versucht hat rauszukommen. Deswegen habe ich Tesa drum gemacht gehabt, ne? Hast du gesehen? Ja. Naja. Weil man weiß ja nie, ne? Oh, nicht, dass sie da gleich rauskommt. Nee, wenn, dann läuft die nach hinten immer. Ja. Oh ja. Kannst du mir die Scheibe ein bisschen halten? Ja klar, warte mal eben. Ich mach mal so. Ist drin? Okay. Drin ist er schon mal. Na, dann schauen wir mal. Ja, jetzt beobachten wir das. Jetzt hole ich mal eben eine größere Box, falls er gleich rauslaufen will. Die stelle ich mir nämlich davor. Wird die Electric Blue ihn auch angreifen? Also mit den anderen habe ich so erlebt, von meinem Bock, Ja. nicht so. Guck mal, er ist aber. Oder? Hast du schon was gemerkt? Bist du rattig, Kollege? Ne? Wenn ich gleich sehe, wenn der rauslaufen will, dann mache ich die Scheibe hoch, dann läuft er hier in die Box rein. Dann kann ich direkt den Deckel drauf Wenn er machen. flüchtet. Ja, genau. Ja, muss ja nicht sein, dass er gefressen wird. Ne? Aber so eingreifen kann ich eh nicht. Ganze Spinnenweben da alles kaputt machen. Kann sie nach hinten raus? Die kann hier raus, hier oben drüber. Ja. Okay. Müssen wir jetzt eher abwarten. Das dauert immer eine Weile. Echt? Okay. Wenn sich was tut. Bei manchen geht es schnell, ne? Normalerweise müsste er jetzt anfangen zu vibrieren, zu klopfen und sie antwortet dann, wenn sie bereit ist. So sollte es im günstigsten Fall sein. Ja. Na, weißt ja, wie die Morsezeichen entstanden sind. Ja. Ne, findest du alles in der Natur. Na, jetzt bin ich echt mal gespannt. Aber ist jetzt aber auch die Zeit, ne? Mit wie ihr gesagt, auch mit Trauermücken und alles, ne? Hängt ja auch Hast. davon ab, wie feucht du deine Terrarien hältst. Naja, aber hast ja auch zweimal mehr, hast ja auch so eine Phase, ne? So, weil ich habe eigentlich auch lange Ruhe gehabt. So, jetzt hast du halt mal, siehst ja auch an den Gelbtafeln, ne? Ja. Und meinen selbst gemixten Cocktails. Aber wie gesagt, ja. Mit dem Buckel fliegen. Also Buckelfliegen hier, toi toi Toi, 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 toi. habe ich nichts mit am Hut. Obwohl ich hier auch meine Schabenzucht und so alles hab, ne, aber. Ich war mal am Überlegen, sag mal, eine Schamzucht. Es gibt ja auch viele, die halten das halt richtig mit Erde und alles, ne? Na klar. Was hältst du denn davon? Habe ich noch nie ausprobiert. Also bei mir gedeihen die so super mit Eierpappkartons. Naja. Und dann immer schön hinten an die Heizung stellen. Wunderbar, ne? Ich gucke immer, dass ich die Männchen so schnell wie möglich wegverfütter. Weil wenn da zu viele drin sind, dann gehen die sich auch selber an und machen sich kaputt, ne? Das siehst du dann, wenn die Flügel hinten zerfranst sind, dann hast du zu viele Männchen drin. Okay.
Ja, also angefüttert hatte ich so gut. Normalerweise müsste sie in Ruhe lassen. Aber man weiß ja nie. Ich kann ja auch noch einmal rüberschwenken zu deiner, wie heißt die, die auf dem Rücken liegt? Nandu Ja, komm, einmal rüberschwenken nochmal. Aber du hast gesagt, hier ist alles voller Brennhaare, ne? Hier vorne dran. Ja, überall an den Scheiben. Alles voll, ne? Ja. Die hat alles vollgekleistert, damit man ja die Scheibe nicht hochmacht, ne? Ja. Ja, da liegt sie. So, gehen wir ja zurück, nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. So. Ja, das kann jetzt Stunden dauern, ne? Stunden, ja, Freunde, ich mache mal ganz kurz auf Pause, aber ihr kriegt das ja gar nicht mit. So, irgendwas tut sich hier gerade. Der hat auf jeden Fall voll Bock, bin mir ganz sicher. Ja, der ist Der, ja der. schon länger geschlechtsreif, sagtest du, ne? Ja, aber er hat auch noch zweimal gefressen, ne? Ja, das ist gut. Ne? Dann hat er So. bestimmt auch ein Netz gebaut, Spermanetz. Gucken wir mal, was passiert. Oh, das Weibchen hat sich auch bewegt. Die wissen auch schon Bescheid, ne? Echt? Er trommelt, sie dreht sich um. Oh, geil. Jetzt geht's los hier. Sie Jetzt geht's los. Donnerwetter. ja, sie hat die Zähne gespreizt. Er klopft da unten. Weiß nicht, ob ich von hier mehr sehe. Ein bisschen. Oh ja. Versuchen wir mal, um hier ranzugehen. Das sieht gut aus. Ich versuche es scharf zu kriegen. Ja, er ist drin. Guck mal, wie er sich nach hinten biegt. Zack. So, und jetzt? Wunderbar. Ich hoffe, der schafft es da raus. Und wenn nicht, dann nicht. Dann hat er seine beim Bumsen gestorben. Was willst du mehr? War? Der ist gut, der Kerl. Beim Sex gekillt, ey. So, jetzt Guck macht er die mal. zweite Bulbe. Ja. Donnerwetter. Du siehst das richtig, Ja, ja, wenn die ja. sich nach hinten biegen, ne? Ja, ist fein. Siehst du richtig, ne? Aber näher kann ich auch nicht ran. Nee, nee. Aber da haben wir auch eine schöne Ecke jetzt erwischt, ne? Ja. Ja, cool, Na, ey. ich hätte es lieber hier vorne gehabt, aber so ist auch in Ordnung. Ne? Ah, jetzt wird er aber aufdringlich. Meinst du gleich, kriegt er einen? Jetzt wird er aufdringlich. Ja, vielleicht hat er Viagra genommen. Ne? Electric Blue. Krass, Blaue aber Pille. ja, genau. Ja, aber da würdest du den jetzt auch nicht rauskriegen, du. Dann war es Nee, das. der ist so tief da hinten drin, Ja, ne? dann kriegt er einen. So, dann kriegt er Ah, einen, sie wenn drückt schon die Beine über ihn drüber. er. Ja. Ah, jetzt geht er zurück. Ne, er will noch mal, ne? Von oben, siehst du was von oben? Nee. Nicht, ne? Nee, nee. Nur sie kann ich von oben sehen. Ich gehe nochmal hier an eine Seite, Aber von aber. oben kannst du auch sehen, wie dick sie schon ist, ne? Also. Ich gehe nochmal hier an eine Seite, aber. Hier siehst du es halt. Also, wenn er jetzt Pech hat, dann kriegt er einen oder Ja, was? also da kriege ich ihn auf jeden Fall nicht raus. Ne. Wenn er Glück hat und schnell genug ist, dann läuft er jetzt hier hinten Ja, in die Ecke, dass ich aufmachen kann, ne? ja. Ja. Ja gut, aber er muss rückwärts und sie muss nur vorwärts, Ja, ne? eben. Eben. Und sobald sie die Beine über ihm hat, er versucht es aber immer noch. Nur ist eine blöde Position für ihn. Aber ich glaube, er war schon dran. Ihr Kollege, kein Zigarettchen rauchen, mach dich vom Acker. Der Arme. Tut mir jetzt schon leid. Ne? Echt, meinst du, der kriegt einen? Hm?
kein gutes Gefühl, weil sie ist echt in so einer, obwohl sie geht auch zurück, ne? Hier oben kommen sie jetzt raus. Echt? Ja. Ja. Ich guck mal von hier rein. Ja, ne? Ja, ist jetzt schwer, ne? Ja. Drauf, passend drauf zu halten. Ja, Ja, er du. schiebt aber noch, Er ne? schiebt, ja. Ey, voll der Schiebscheck, ey. Er schiebt. Der schiebt ohne Ende, ey. Ne? Aber er kann sie da nicht hochdrücken, wegen dem Netz da, ne? Ja. Entweder drückt er sie weiter nach oben raus, dann ist da nämlich genug Platz da oben. Ja. Und wir sehen noch mehr. Boah, die ist dick, ne? Ja, die macht den platt. Ja, Aber guck bis mal, allein jetzt. die kleinen Ärmchen da von Ja, manchen von aber bis ihm. jetzt hat's auch, macht es auch keine Anstalten irgendwie, ne? Ne. Dass er. Ja, jetzt drückt er sie noch mal. Oh, ja. Rückwärtsgang. Donnerwetter. Wie lange diesen Akt vollziehen, ne? Sehr schön, echt trotzdem Ja. cool. Ich habe das Gefühl, sie dreht ab, also sie, dass sie nach hinten raus will. Kann man denn grundsätzlich sagen, oder was, dass egal ist, welche Spinnenart, dass die Mädels dann halt auch das Männchen platt machen, oder gibt es Nein, Arten, wo es nicht es passiert? gibt Arten, da passiert das nicht. Ist nicht bei jeder Art. Ne, muss auch nicht sein. Aber die Elektrik ist auch so ein Kandidat. Da habe ich gar keine Erfahrung mit. Das ist jetzt das erste Mal, ne? Aber ich würde schon sagen, da die schon von Haus aus so ein bisschen nervöser sind Ja, und ja, ja, ja. gerade so afrikanische Arten, ne? Auch wie Morinos und so, dass die schon eher auf ihre Böcke losgehen. Gesagt, von hier sehe ich jetzt auch nichts mehr. Nee. So weit hinten drin. Ja, und von der Seite kommst du auch nicht dran, weil das Nee, nee. Spinnennetz zu dicht ist. Nee, nee. Nee, nee. Aber einfach mal lassen. Also ich sage, es ist ein Match. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das könnte was werden. Ja, ne, Betty, wir werden Eltern. Wie viel? Wie viel machen die so? Weißt du das? Weiß ich nicht. Aber so viel Ne? sind die, glaube ich, nicht. Ja, Abnehmer soll dann wohl auch kein Problem sein, wenn es so ist, ne? Ach, da finden wir bestimmt welche. Electric Blue geht auch immer. Ne, genau. Ja, sie geht. Donnerwetter, also ich bin schwer beeindruckt so. Wahnsinn. Der ist auch mutig, ne? Ja. Der ist mutig. Ist eine Maschine, Vor allem dem fehlten Bein und dann dann schiebt er noch so, ne? hängt er sich voll rein, ey. Ja, er schiebt sie nach hinten. Ja. Krass, ey.
Meine Güte, da muss auch ein Druck haben. Oh, da ist er, die Hübsche. Seine kleinen Beinchen da oben drüber. Na? Guck nochmal von hier, aber da sieht man auch nur seinen Hintern. Jetzt ist Ruhe im Karton, oder? Ja. Er geht aber noch mit seinem Bulben unten drunter. Siehst du das da? Immer noch. Ja. Da ist eine Ja, Bulbe. ja. Da Ja, fällt der ja. Haken raus. Siehst du das? Kann man schön sehen. Ja. Ich versuche das da mal einzukreisen Ja. für die anderen, dass sie das dann auch vernünftig sehen. Das sieht aus wie so ein Ja, Skorpionhaken, ja, ne? ja, ja. Ja, aber ich glaube, er war gerade schon am Anfang direkt da drin. Das konntest du ja super von vorne noch sehen, Ja, ne? weil Ja, ja. der hat die so nach hinten gebogen und Ja. die verharrte dann auf einmal in dieser Position. Tja, ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wie lange das noch dauert, ne? Ja, will aber immer noch. Da ist der Haken wieder. Trauermücke auch im Bild. Ups. Die Mistviecher. Wir haben Bläser, ne? Ey, ist auch kalt draußen, ne? Wie Ja. gesagt, also sehr ungemütlich, ey. Ja, ich wollte ja eigentlich diese Woche den Theraphosa Stirmi Bock verschicken. Aber bei Minusgraden oder 0 Grad brauchst du das gar nicht anfangen. Tja, Kollege, dann mach dich da mal raus. Sonst gibt es gar keinen. Ja, sonst bist du gleich das Mittagessen. Wo rechnest du denn mit, dass sie sich zurückzieht oder ihn? Oder er flüchtet Ich rückwärts? hätte eher gedacht, dass er abhaut. Ja? Ja. Aber der ist echt aufdringlich. Das sage ich dir. Kann auch sein, dass sie ihn gleich packen will. Ich glaube, sie wäre schon weiter zurückgegangen, wenn dieses Netz da nicht wäre, noch an ihrem Abdomen. Also wenn du jetzt siehst, dass sie einen Kokon baut. So, wie lange musst du denn warten, bis du dann wirklich also das Ding rausnehmen kannst? Ja, ist unterschiedlich.
Ja, 5 bis 8 Wochen. aber woran sieht man das dann? Oder kann man auch warten, Du kannst sie bis sie nach. das aufmacht selber, die Kannst du Mutter? warten, klar. Nur dann musst du sie alle da rausfangen. Ja. Ne, das heißt, du musst das Terrarium leer machen. Ja, irgendwann macht sie den ja auf, ne, den Genau, Kokon. ja. Ja. So, wenn du den, man nennt das Zeitigen, zwischen 5 und 8 Wochen kannst du den selber rausnehmen und dann musst du den eigentlich in so eine Art Inkubator packen, damit die Eier praktisch die passende Luftfeuchtigkeit haben. Und dann kannst du ja auch, wenn du den Sack selber aufmachst, faule Eier rausnehmen, dass du weniger Verlust hast, ne? Und da ist er noch mit seinem Haken. Immer noch? Ja. Er sucht die Epikristallfurche. Ja. Der ist Ja. nebenher. Ich glaube, er kommt von dieser Position nicht richtig dran. Das ist das Problem. Traumbücke. Naja, also wenn du den zeitigen willst, dann musst du in 5 bis 8 Wochen nimmst du den raus und dann packst du ihn in so eine Actionbox mit genügend Feuchtigkeit, aber so, dass die Eier nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Und dann, ja, schlüpfen die Larven irgendwann. Auf der Community war doch jetzt auch irgendwie was, ne? Hat nicht funktioniert, ne? Da waren doch auch alle Ja, kaputt, von der ne? Brachypelma emilia, genau. Ja. Mit dem habe ich ja auch schon geschrieben, wünsche ihm weiter alles Gute und so. Und er hat aber noch ein, zwei Männchen hat er, glaube ich, noch. Und ein Weibchen ist, glaube ich, noch mit dem Kokon unterwegs. Ist auch ein hübsches Tier, Brachypelma emilia. Ja, natürlich. Da habe ich mal einen Stöpsel von gehabt, aber der hat es auch nicht geschafft. Ja, wahrscheinlich die Position. Ne? Er kommt da nicht richtig dran, hast du recht. Ja. Du siehst immer, wie er es versucht. Ich sehe auch die Furche von hier so ein bisschen. Ah, jetzt ist er dran, aber Aber er hat doch vorhin schon, ne? Oder ich nicht? meine ja, dass er da dran war. Vorhin war doch eindeutig. Jetzt wirkt er so ein bisschen unbeholfen. Ja, man kann es aber gut erkennen, was er da am Rumödeln ist. Ja. Ist nebendran, ne? Er lässt sie aber auch nicht los, ne? Siehst du ja, wie er die Arme oben drüber hat? Aber sie macht aber auch noch keine Anstalten, ne, dass sie genervt ist. Ne. Überhaupt nicht. Die lässt das jetzt erstmal über sich ergehen. Massage, ne? Wunderschön, ne? Dieses Blau. Da siehst du mal den Unterschied, ne? Wie groß die eigentlich ist. Hast du das denn so auch schon mal mitbekommen in der Art? Ja, als ich damals die Das war auch eine Lasio, ne? Oder was war das? Lasiodora parahibana verpaart habe Ja. und hier bei den Velosellas habe ich das auch gesehen. Ja, da habe ich ja auch noch Shorts, ne? Weißt du, wo die alle in einem Becken waren? Ja. Da ging es ja auch rund, ne? Ja, bloß die Videos sind schon so weit nach hinten gefallen. Aber du kannst hier mittlerweile, kannst du halt ähnliche Videos anklicken, um halt diese alten Videos, ne, die eigentlich super sind, wenig Aufrufe haben, Ja. dass du die wieder hervorholst, ne? Deswegen. Ja, er ist aber echt standhaft, der Kollege. Der ist noch Aber am super zu Trommeln. sehen, ne? Wie er Ja. da, wie gesagt, aber die Position, die ist wirklich, Ja, ist blöde ne? Position jetzt. Da Ja. unten, etwas weiter unten, war es Aber besser. sie hilft ihm auch nicht, ne? Nö, In keinster Weise, die braucht ne? ja nur 2 Schritte zurückgehen, dann kann Zum er sie Beispiel, hochstemmen. genau, zum Beispiel, aber macht's ja auch nicht, ne? Ne. Deswegen so Acker, du Mann. So ist das mit den Kerlen. Aber er strengt sich Wesen an. Frage ist nur, wo. Ne? Manche Hunde kleben auch am Bein. Ja. Ne? So würde ich das jetzt mal leicht bewerten.
Ja, aber man kann es echt schön immer sehen, ne? Da unten drunter, wie am Wuseln ist. Jetzt drückt er so wieder. Er versucht sie noch weiter zu animieren, ne? Aber abwarten. Irgendwann hat sie keinen Bock mehr. Ich glaube, auch so wird er da nicht mehr dran kommen. Wenn, dann muss sie einen Schritt vormachen, dass er sie da unten noch mal erwischt. Ja. Ich habe auch das Gefühl, sie nimmt den Hintern hoch, ne? Wenn er da drunter ist. Das ist eher kontraproduktiv, ne? Dass sie zurückzieht, ne? Genau. Ja, 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 siehst ja. du, Und dann kommt er erst recht irgendwie nicht so, ja. Ist halt das Netz ist oben drüber. er ist zwar nur hauchdünn, ne? Also Ja. dicht hat es ja da nicht gemacht, aber. Ah, jetzt geht er zurück. Jetzt geht er raus. Wow, warte. Cool. Jetzt hat er sich aber schnell vom Acker gemacht. Ja, komm hier raus. Nein, 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 du sollst rausgehen. Ich muss dahin. Ja. Kannst du? Ja, jetzt geht er wieder in die Ecke. Schieb mal ein bisschen die Box rüber. Nicht nach oben gehen, Kollege. Oh nein, das wollte ich nicht. Kommt er von der anderen Seite? Ja, alles gut. Du sollst nicht nach hinten gehen. Der soll nicht nach hinten. Gut. Perfekt. Haben wir. Ja. Was sagst du? Ja, gut. Cool, Ich ne? denke schon, dass was Boah, geworden bin ich ist. am Ölen, ey. Guckt euch das mal an, ey. Echt, als wenn ich jetzt hier irgendwas gemacht hätte. Ah, cool. Richtig cool, ey. Doch. Ja, in eine andere Box mit Erde rein, eine Wie? Höhle. Lässt ihn nochmal? Na, der geht doch noch nicht mehr da dran, oder? Natürlich. Wie? Ich dachte, der ist jetzt damit durch. Nein, Jetzt, nein. und sie hat auch Nee. keinen Bock mehr. In 2 Wochen kann ich das nochmal versuchen. Ja, aber wenn sie jetzt sagt, Es kann ja auch sein, dass es nichts geworden ist. Das sah jetzt zwar so aus, aber kann ja sein, dass. das sah übelst danach aus. Ganz ehrlich. Wirklich. Ja. Weil es gerade am Anfang, ne, hat es ja super gepasst. Also von daher, ja gut, okay. Einfach nochmal versuchen. Kostet ja nichts. Nein, nein, nein. Ah, da ist das Mädel. Können wir mal gucken, ne? Ja. Also wenn es jetzt geklappt hat, dann müsste sie doch halt irgendwie reagieren oder machen und Es tun. kann sein, dass Ja. sie in den nächsten 2 Wochen schon Ja. hier alles zuspinnt, Ja. so wie die hier. Die hat ja hier alles zugemacht. Ja. Da hatte ich ja meinen Bock drin. Und es Ja. kann sein, dass sie jetzt schon einen Kokon baut, Ja. aber bei ihr ist das jetzt 8 Wochen her. 22.02. hatte ich die verpaart. Okay. So, und da schreibe ich das Datum jetzt gleich auch bei und dann beobachte ich. Und wenn sie alles zumacht, Dann brauchst du noch nicht mehr reinschmeißen. dann brauche ich auch nicht mehr rein. Nö, nö. Weil dann weiß ich, okay, das könnte was werden. Ja. So, da lasse ich die jetzt stehen. Gehe ich nicht mehr bei? Nix. Ja, Fertig. hast rein. Ja, ich würde sagen, das war klasse. Das war richtig klasse. Ja. Ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke schon. Ja. Müssen wir jetzt abwarten, ne? Ja. 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 Würde ich sagen, alles schön im Kasten. Dann werde ich das mal zurechtschnibbeln, alles. Und euch dann zur Verfügung stellen. Ne? Und ja. Schreibt gerne in die Kommentare. Ist eigentlich recht gut geworden, muss man mal so sagen. Hat gut geklappt. Und auf jeden Fall gut anschaubar. Ne? Deswegen, ja, würde ich Ja. sagen. Wir verabscheuen uns, ne? Genau. Würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal, ne? Einen schönen Tag euch noch. Ja, ciao, ciao.